Zu mir kommen Menschen, die Unterstützung suchen bei der Entwicklung neuer Lösungsstrategien im Umgang mit Schwierigkeiten. Die merken, dass ihre bisherigen Bewältigungsstrategien nicht mehr ausreichend gut funktionieren und sie sich in ihrer Lebensqualität eingeschränkt fühlen. Ein Therapieplan sieht so aus, dass am Anfang der Behandlung ein gemeinsames Erklärungsmodell bezüglich der Ursachen, der Auslöser und der aufrechterhaltenden Bedingungen der Probleme erarbeitet wird, von dem aus dann die Therapieziele abgeleitet werden, die den roten Faden für die Behandlung bilden. Eine Psychotherapie nach dem Richtlinienverfahren Verhaltenstherapie dauert bei einer Kurzzeitbehandlung 25 Stunden, bei einer Langzeittherapie 45 Stunden. Und je nach Therapieverlauf kann die Behandlung natürlich auch vorzeitig beendet werden. Und gleiches gilt fürs Coaching, dass dort individuell sowohl Sitzungsanzahl als auch Frequenz mit den Betroffenen besprochen wird. Die Kosten für ambulante Psychotherapie werden von den privaten Kassen übernommen. Jeder Betroffene muss vorab das Prozedere einmal mit seiner Krankenkasse besprechen. Die Höhe der Kosten pro Sitzung werden durch die Gebührenordnung für Psychotherapeuten geregelt und belaufen sich sowohl für Selbstzahler als auch für Privatversicherte um die 100 Euro pro Termin. Freude an meinem Beruf macht mir, dass ich mit verschiedenen Menschen zusammenarbeite. Das finde ich einfach spannend. Ich habe schon immer gerne mit verschiedenen Menschen zu tun gehabt und ich empfinde diesen Beruf ein bisschen so wie Detektivarbeit. Man versucht gemeinsam herauszufinden, wo das Problem ist, aber auch gemeinsam an Lösungen zu arbeiten und diese zu entwickeln und jemanden dabei zu begleiten. Das erlebe ich als unglaublich sinnstiftend.